Moin Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Runde American Theft 80s. Dem neuen Einbrecherspiel von den Machern von Thief Simulator. Die Demo, die wie immer noch nicht das volle Spiel repräsentiert oder die Qualität des vollen Spiels. Und wir sollen jetzt einen Tankstellenüberfall machen und ein bisschen Bier klauen. Das ist doch schon mal sehr angenehm. Ach so, Tankstelle ist doch direkt nebenan. Ich bin doch doof. So, absolute Tarnung, sagt er. Darf nicht gesehen werden. Dann sollte ich mich mal eben umziehen. Zumindest stand das da so gerade. Okay. Alles klar. So. Überfall auf Tankstelle. Ach so, ich muss mein Auto da abstellen, ne? So war das doch irgendwie. Brauchen wir nicht mal irgendwie eine Knarre für oder so? Boah, war das knapp. Ich wäre fast da irgendwie gegen die Laterne gefahren. Zwischen 22 und 23 Uhr. Schlafen. Oh! Spiel! Okay. Also, wir müssen schlafen. Ach, halt! Ist doch gleich 22 Uhr. Braucht doch gar nicht zu schlafen. So, gleich geht's los. Hab ich doch! Raubmenü F. Aktueller Raub. Tankstelle. Kletter aufs Dach, stiehl den Schlüssel, hol die Bierkästen aus dem Hinterzimmer, bring die Bierkästen zu Stacks. Erforderliche Werkzeuge. Tarnungskleidung. Beginn. Okay, jetzt wird's deep. Jetzt wird's... Oh, da sind Wachmänner. Das ist natürlich... Also, wir gehen übers Dach rein, holen den Schlüssel und holen dann von hinten das Bier. Ich würde niemals darauf kommen, eine scheiß Tankstelle auszurauben. Stiehl den Schlüssel. Das ist so lustig. Das hört einfach keiner, weißt du? So, hol die Bierkästen aus dem Hinterzimmer. Jetzt habe ich das Problem, ich komme hier wahrscheinlich nicht mehr rauf, ne? Scheiße. Boah. Okay, ich muss überlegen. Ich muss jetzt wieder zum Hinterzimmer. But how? Komme ich ins Hinterzimmer? Ah, ich weiß wie. Boah, Alter, das ist einfach Stealth 1000 hier. Okay, das ist noch relativ simpel. Zwei Bierkästen. Nur zwei Bierkästen braucht Stacks. Was nun? Warum nur zwei, Alter? Ich kann ja auch fünf mitbringen oder so. Ja, scheiß drauf. Der Typ. So. Dann mach mal. Hallo. Ich wollte ein bisschen Bier klauen. Habt ihr was für mich? Oh. Oh. Kassette. Ja, natürlich geht nämlich alles mit, was ich kriegen kann hier. Ja? Ich mach das ja hier nicht umsonst. Oh. Okay, dann will ich da rein. Okay. Gut, das reicht erstmal. So. Da sind noch irgendwelche Schuhe. Ich weiß auch gar nicht, warum man Schuhe klaut. Welchen Sinn hat ein Scham hat das Schuhe zu klauen? Okay, Gott, das sind... Das sind ist das so ein 16er-Pack? Oder so ein 32er? Nee. Wie viel sind das? Das ist ein 16er-Pack, ne? Oder so. Gibt doch diese ganz großen Kisten. Ja, dann ist das okay. Mich gehört, aber ich bin nicht hier. Bring die Bierkästen zu Stacks, ja. Weil der hat sich nicht mal darüber nachgedacht, dass vielleicht
der Wachmann irgendwann da reingeht und sieht, oh, da fehlen Bierkästen. Dann geht er einfach nach nebenan und sieht, oh, ihr habt unsere Bierkästen. Ein bisschen kleingeistig, aber na gut. Das sind die 80er, da waren die Leute wahrscheinlich nicht so intellektuell. Kappa. Nein, Spaß. So. Stacks, ich habe ein Bier. Ach so. Hat er schon abgeliefert. Ja, Mensch. Ich rede gleich mit Stacks. Ich will erstmal. Jo. Sehr schön. 800 Dollar. Alter, perfekto. Läuft doch. Moinsen. Kollege, ich hätte gerne. How you doing? I see everything went according to plan. So. Zimmer 2 im Sunrise Hotel. Schnell. Wie möglich. Alles klar. Ich bin schon auf dem Weg. Ausrüstung wechselt, zack. So, damit mich hier keiner verdächtigt. Läuft doch wie gebuddert. Läuft doch wie gebuddert, oder wie seht ihr das? Naja, mit ein paar, zwischendurch mal so ein paar Problems, aber. Natürlich wollen wir noch einmal schön einparken. So. Moin. Oh, dieses Telefon ist eklig. That sheriff's on the hunt for you. I've decided you need to do a little intervention. They've got a file on you. They've got your prints. I've got a plan, though. Check those documents I've left in your room. Okay. Ja. Das sieht mal wieder nach Spaß aus. Kauf ein paar Flaschen an der Tankstelle. Ja, okay. Ich möchte aber erstmal speichern. Himmel. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. So. Ein paar Flaschen an der Tankstelle kaufen. Da kriegen wir noch hin, Partner. Wenn die dann überhaupt noch Bier da haben, was ich nicht glaube. Moin, ich hätte gerne ein paar Bierflasche. Der ist immer noch markierter Typ. So. Hier wahrscheinlich, ne? Oder? Nö. Hallo, junge Dame. Zähler. Der ist einfach Zähler. Schubs war die Musik weg. Meine Frage ist jetzt... Ach, ich soll da ein paar Drinks kaufen. Oh. Ja. Tschüss. Kauf ein paar Flaschen an der Tankstelle, heißt es doch. Warte mal, bin ich doof? Warte mal. Hallo, ich... Hallo. Flasche. 1, 2, 3, 6. Oh, fehlt noch eine. Hab falsch gezählt. Dankeschön, Dankeschön, danke. Wende den Überfall auf die Polizeistation. Aber warte mal. Da kann man doch auch irgendwie in die Bar da hinfahren. Lass mal kurz gucken, was die da machen. Ach, der hat was. Hm. Okay.
Warum auch immer ich jetzt ein paar Bierflaschen an der Tanke gekauft habe, aber... Passt schon. Also, wir... Halt. Bevor ich es vergesse, ich habe ja ein bisschen was geklaut. $32, das ist nicht wenig. $32, das ist, in ein paar Jahren ein Apfel. So. So. Den Raubüberfall da hinten. Okay. Bis jetzt gefällt mir das Spiel ziemlich gut, weil es einen schönen Fluss hat, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich davon noch machen werde. Ob ich die Demo ganz durchziehe oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss gucken, wie ich es zeitlich schaffe. Falls ich es nicht ganz durchspiele, dann I'm sorry. Wollt ihr trotzdem die Vollversion sehen, schreibt es bitte in die Kommentare, Leute. Und dann kann ich das auf jeden Fall machen. Von 22 bis 23 Uhr. Okay. Dann schlafen wir doch mal ein bisschen. Wir parken, du Keck. Ach, jemine. Manchmal will dieses Spiel echt Stress, habe ich das Gefühl. Lass uns mal da eben parken. So, was haben wir gesagt? 22 bis 23 Uhr, ne? Ja, machen wir mal 21 Uhr. Ich muss mich ja dann auch mal eben noch kurz dann umziehen und so. Und eben hinfahren. Ausrüstung wechseln. So, zack. Holla Hitti. So, zieh zu. Und dann holen wir uns unsere Akte. Wenn er das vorhat. Ich weiß ja nicht. Wenn überhaupt auf die Polizeistation. Ja. So, ich muss auch sagen, grafisch sieht das soweit eigentlich ganz gut aus. So, mal eben kurz warten. Ach, Agent Laurie ist das Auto. Jetzt warte ich hier. Ist ein bisschen doof. Aber ja, was soll ich sagen, Leute? Wie gesagt, ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich die Demo ganz durchspielen werde, weil ich einfach in nächster Zeit auch erstmal nicht zu Hause sein werde. Sprich, unterwegs sein werde. Urlaub und so weiter und so fort. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das noch fertig bekomme, komplett durchzu-let's-playen, sage ich mal. Es kann sein, dass das die letzte Folge ist oder vielleicht auch die vorletzte, ich weiß es nicht. Wir müssen mal gucken, wie es passt. Wie gesagt, trotzdem schreibt immer gerne in die Kommentare, wie ihr die Spiele findet, ob ihr gerne mehr davon sehen wollt, ob ihr Vorschläge habt, was ich mal let's playen soll. Macht es bitte, denn umso mehr ich das sehen kann, desto besser. So. Raubmenü F. Aktueller Raub. Schalte den Strom ab, lenke die Polizisten mit einer Flasche ab und geh. Nimm dir die Akten, geh zum Treffpunkt. Alles klar. Gibt kein Geld. Schon mal. Hammer? Wir haben keinen Hammer? Wie, wir haben keinen Hammer? Ach so, der hat das nicht richtig gewechselt. Deshalb. So. Dann wollen wir mal. Also ich würde mich ja nicht trauen, die Polizei zu bestehlen, sage ich ganz offen und ehrlich. Das wäre nicht so mein Ding. Aber naja, da kann ich nicht hochklettern, das ist schon mal sehr schlecht. Ach, der Stromschalter ist auch außerhalb. Ach nee, nicht ganz. Hammer. Okay. Muss ich da jetzt machen? Ah, hier. Brauchbare Gegenstände. Aha, mit R, deshalb. Ich verstehe, man muss R drücken. Das ist okay. Jetzt weiß ich auch, wofür die Funktion ist, weil ich das echt nicht gecheckt habe. Hat mir auch keiner gesagt. Das ist hier gar nicht die Hintertür. Pass mal auf. Wir machen das jetzt anders. Wir laufen mal von woanders rum.
Das macht irgendwie so keins. Hat irgendwie keinen Sinn so. Eh. Warte mal, mir fällt gerade ein. Wir haben ja noch. Ja! Oh, die Ausdauer. Machen wir erstmal so. Weil die Ausdauer mir von dem schon ein bisschen auf den Senkel geht. Die Stamina. Hintertür. So. Sneaky snitcht durch die Hintertür. Toll. Kann ich da. Ach, Bro. Hallo. Hä? Ich hatte das abgebrochen. Was bist du denn für ein Keck? Manchmal checke ich das nicht so ganz. Sag nicht, ich muss wieder von vorne. Doch, durch den Hintereingang. Den markiere ich mal kurz. Kann ich gar nicht markieren. Was soll denn der Scheiß? Wo? Wo? Stand hier gerade irgendwas mit F? Schlüssel! Ah! Hätte ich gar nicht gebraucht, da andersrum. Also müssen doch da hinten lang. Oh, da ist einer. Hammer. Die Taschenlampe habe ich irgendwie auch noch nie gebraucht. Ich ist auch irgendwie blödsinnig für einen Einbrecher eine Taschenlampe zu benutzen. Sag ich ganz ehrlich. Geh dahin, los. Hallo! Ist der komplett doof? Ich habe eine bessere Idee. Wir finden uns ja immer noch im Dunkeln. Alter! Hat der keine Hobbys? Da. Guck da hin! Ich hab da eine Flasche hingeworfen! Himmel! Dammit! Nimm die. Oh! Geh da hin! Was machst du? Ey, das sind solche. Das sind solche Keks. Die sind auch echt. Die sind doch bescheuert. Die sind doch bescheuert. Alter, die sind doch richtig bescheuert. Oh Mann. Das gibt es nicht. Ich muss da hingehen, wenn er sich umdreht und weggeht. Jetzt. Ich leih mir das mal aus. Die auch. Genau an. Geh zum Treffpunkt. Okay, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Das Fenster. Ich gar nicht gebraucht, aber naja. Öffnen.
Wo habe ich das Auto geparkt? Alter! Oh! Das war äußerst. Das war äußerst spannend. Das hat mir jetzt ein bisschen. Haben mich jetzt auf Trab gehalten, Alter. Okay. Tschüss, Alter. Oh, okay, pass auf. Oh! Thank you for playing full version of the game coming soon. Das war wirklich? American Theft 80s. More disguises, more cars, more tools, more locations, more jobs. Feedback, Survey, add to wishlist. Ja! Mensch, kann ich noch weiterspielen? Tatsächlich. Ich kann noch weiterspielen. Ups, was ist mit der Maus? Ah, jetzt. Okay. Mensch, das war die Demo? Alter! Ich dachte, das geht noch weiter. Ich meine, wir können hier noch einzelne Häuser ausrauben, tatsächlich, ne? Okay. Wow. Ich dachte, das geht noch weiter. So, dann gehen wir hier nochmal irgendwas abdrücken. So. Einfach aus Hammer auch egal, auch selbst wenn Tausender, wir gehen mit 1004 Dollar aus dem Ganzen raus, das ist natürlich sehr, sehr geil. Was soll ich sagen, Leute? Das war ein sehr interessantes Spiel, eine sehr interessante Demo. Ich denke, ich werde jetzt nicht noch weitere Folgen machen. Das hängt jetzt nicht damit zusammen, weil ich mir denke, dieses Spiel ist irgendwie blöd oder so. Aber es bringt jetzt halt nichts weiter zu machen, weil wir jetzt halt auch nicht wirklich. Der ist aber noch markiert, der Typ. Es bringt halt nichts, das weiterzumachen, weil wir jetzt halt auch nichts groß kaufen können. Wir können keine neuen Autos kaufen oder so. Wir haben, glaube ich, aus der Demo alles rausgeschöpft, was man rausholen kann, weil es keine neuen Items gibt zum Einbrechen. Und ich glaube einfach, obwohl ich glaube, wir können auch bestimmt, wenn ich so gucke, mit Sicherheit können wir, Fähigkeitspunkte 2. Ah. Ja, dann. Egal, einfach machen. Also ich glaube, wir können das Spiel trotzdem weiterspielen, wie ich das hier sehe. Wir können das Spiel trotzdem weiterspielen. Wir können immer das noch alles aufleveln. Ich könnte mir vorstellen, dass ab so gewissen Leveln auch noch so neue Items dazukommen. Und ich glaube, die Demo ist noch nicht ganz durch. Ich glaube, wir können wirklich damit weiterspielen. Aber ich persönlich denke, fürs Let's Play, dafür, dass es eine Demo ist, Ende der Demo. None. Okay, jetzt können wir hier Free Roam machen, was wir wollen. Wie gesagt, und ja, was soll ich sagen? Es war ein sehr cooles Spiel. Man merkt halt sehr diesen Thief-Simulator-Stil. Man kann halt, wie gesagt, auch vom Sheriff hier nochmal so ein paar Infos kaufen über die Häuser. Wir können noch Raubüberfälle machen, definitiv. Das ist cool. Das ist sehr cool. Oder halt, was heißt Raubüberfälle? Wir können halt noch Leute ausrauben. Das ist sehr cool. Das gefällt mir sehr gut. Aber ich fürs Let's Play würde sagen, es reicht erstmal. Weil, wenn ihr diese Vollversion gerne sehen möchtet, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, Leute. Ich werde es auf jeden Fall machen. Das Spiel wird bestimmt safe 30, 40 Euro kosten. Ist es mir aber wert, weil ich finde es nicht langweilig. Das Spiel hat für mich immer so einen gewissen, wie soll ich sagen, es hat Spaß gemacht. Es war mir nicht zu langweilig, es war auch irgendwie nicht zu schwierig. Es war eigentlich ein schönes Mittelmaß. Hat Spaß gemacht, hat wirklich Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn ihr diese Demo selber spielen wollt, Download-Link ist in der Beschreibung, gibt es auf Steam, ist gratis, könnt ihr euch, wie gesagt, holen. Wann die Vollversion kommt, weiß ich nicht, stand selber da noch nicht dabei. Aber wie gesagt, sollte die Vollversion rauskommen und ihr habt Bock, dann schreibt es unten in die Kommentare, dann werde ich das auf jeden Fall auf meine Liste packen. Und wenn das Spiel raus ist, dann werden wir auf jeden Fall das Ding durchplayen. Gut, Leute, an der Stelle, ich will gar nicht mehr so lange labern, war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel, hat sehr Spaß gemacht und was soll ich sagen, Leute? Ich danke euch ganz fürs Einschalten, dann sehen wir uns zum anderen Let's Play oder zu irgendeinem anderen Video, keine Ahnung, und ich danke euch ganz fürs Einschalten und ja. Werdet nicht kriminell und haut rein.